Hallo und herzlich willkommen YouTube zurück bei einem weiteren Video auf meinem Kanal AlexiMioselp. Es ist soweit, eine neue Runde Minecraft ist mal wieder am Start und ich muss die Musik anmachen, ich Trottel. So, da ist die Musik jetzt auch an und wir stehen schon davor, was wir heute spielen werden, und zwar geht es heute, Moment, um, na, genau, Syndicate Games. Das wollen wir heute mal spielen, beziehungsweise das will ich heute mal spielen, da habe ich heute richtig Lust drauf, das zu spielen. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, sonst würde ich die später etwas leiser stellen. Und wir fangen an mit... Welcher Map fangen wir denn mal an? Floating Island. Oben links, das erste. Das hört sich gut an. Komm rein da jetzt. Jawohl. So, was ist das? Ach, das ist... Ach so. Oh. Ha. Scheiße, den Spielmodus wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Weil... jetzt hat man schon so vorher Equipment so. Das ist eigentlich ganz nice, aber das wollte ich gar nicht. Naja, eine Runde zum Einspielen. So, dann muss ich eben gucken, habe ich? Show Player off. So. Oh, eigentlich nur die Enchanting-Dinger. Ne, brauche ich ja so gesehen eigentlich gar nicht. Na, oh, das war knapp. Nein! Oha. Oh, willst du mich jetzt verarschen? Wieso ist denn der da jetzt bitte nicht rübergesprungen, Alter? Scheiße. Ja, das werde ich sehr wahrscheinlich nicht schaffen. Ja. Weil ich runtergefallen bin, ich Vollidiot. GG, ja, das war jetzt ein bisschen fail. Ist fu, habe ich nicht mehr geschrieben, scheiße. Ja, wieder Syndicate Games ist... Ich kann mir das nie merken, wo das ist. Syndicate Games, da. So, aber diesmal linke Seite, wo hier steht. Steht ja auch. Equipped, ich Trottel. Unequipped, so. Wieder Floating Island, weil das wollte ich ja auch am Anfang spielen. Komm, geh an der Floating Island. Komm schon rein, da geht's auch. Los, jawohl. Genauso will ich das sehen. Ist eigentlich meine absolute Lieblingsmap, ehrlich gesagt. Oh, da ist ein sehr guter Gegner, wie ich sehe. Ich hoffe, nicht so gut wie ich. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass er schon ein bisschen was drauf hat. Ich hoffe nicht zu viel, aber okay. Ich will ja auch eine reelle Chance haben. Aber doch, ich habe ja hier meine Route. Meine eigene Route habe ich ja zusammengesetzt. Die hat eigentlich bis jetzt immer gut geklappt soweit. Ich muss mal eben hier so, so und so. Und das ganze Inventar mal eben aufräumen. Sehr gut, und weiter geht's. Boah, da bin ich fast runtergefallen, ey. Nein, hoch, komm. Mach. So, der Typ hat anscheinend gerade keinen Plan, wo ich bin und sonst was überhaupt auch immer so abgeht. Jetzt noch. Ah, schade, kein Brustpanzer. So, her mit den Enchanting-Dingern. Sauber. Sauber. Oh, der ist gut ausgerüstet. Oh, fuck. Fuck. Ja, okay, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, aber GG. Oh, er hatte auch noch Leben, oder er hatte noch über die Hälfte Leben. So. Zack. Syndicate Games. Dieses Mal spielen wir mal nicht Floating Island, sondern wir gehen mal in... Circus. Das hört sich toll an. So. Komm, hallo. Circus. Ah, sehr gut. So, die Map kenne ich nicht. Ich habe keine Ahnung. LOL. Ich habe gewonnen. Weil der eine geleftet hat. Gelieft. Leftet? Keine Ahnung was. Circus. Normal. Gleich nochmal rein. Ja, und dann gucken wir mal. Ja, wie gesagt, ich kenne diese Map nicht. Da ist schon meine Enderkiste. Lauf. Da ist schon meine Ender... Ach, hier oben ist eine Kiste. LOL. Hauptsache, habe ich gar nicht gesehen, ne? Ich nehme die Enderperlen, jawohl. Es sind eigentlich immer in den Enderkisten. Zack, sehr gut. Da ist eine Workbench. Das müsste man sich eigentlich merken. Falls man ein bisschen was Gutes findet. So. Wo sind denn die nächsten Sachen? Ich gehe einfach mal hier in den Waggon rein. Wie gesagt, da ist eine Kiste. Ich kenne die Map ja nicht. Also habe ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wo irgendwie Kisten sind. Bei Floating Island, die Map kenne ich eigentlich in- und auswendig. Da kenne ich eigentlich alle Kisten, wo die sind. Aber hier
Nee, du, keine Ahnung. Hier ist nichts, okay. Da kommt man gar nicht rein, ja. Hier noch irgendwo eine Kiste, hier drin vielleicht. Nö. Hier kann man hoch. Hier ist da bestimmt eine Kiste, oder? Kann man hier schon... Oh, hier kann man nochmal hoch. Dann ist hier doch bestimmt eine Kiste oben drauf, oder? Jawohl! Genau so will ich das sehen. Zack. Oh, hier hinten noch weitere Kisten. Ah! Okay, sieht aber nicht danach aus. So, ein bisschen kurz sortieren. Zack. Boah, ich habe so viel Enchanting-Dinger. Dann müsste ich mal gucken, dass ich den Enchanting-Table finde. Möglichst ohne meinen Gegner. Ist der hier oben drin? Bestimmt. Ist der? Oh, schon geöffnet, okay. Was so viel heißt, wie er war hier schon. Oder er ist hier noch. Man weiß es nicht. Doch, mein Gegner weiß es, aber ich nicht. Mein Gegner namens Baby Yoshi 14. Jawohl. Das ist der kreativste Name ever, wirklich. Okay, hier war sein Spawn. Den der Pin hat er mitgenommen. Da war eine Kiste. Da ist eine Kiste, hat er wahrscheinlich aber auch genau. Hat er auch schon geöffnet. Von hier oben gucken. Hier ist bestimmt auch noch irgendwo eine Kiste. Die verstecken sich ja immer so. Unscheinbar in den hintersten Winkeln. Ja, nicht, okay. Wo ist denn die Kackkiste jetzt, ey, Leute? Ich brauche noch ein paar Kisten. Ich bin momentan noch sehr... Da ist er. Da ist er, die Babyusch. Ich habe nichts zu essen, fällt mir gerade auf. Fug. Need something to eat. Ja, scheiße, das ist ja mal super genial jetzt. Jetzt habe ich hier nichts zu essen, ey. Ah. Nur in so eine Kiste? Ernsthaft jetzt? Hier müssen doch Kisten sein, hä? Ich habe doch 10 Sekunden Hunger. Oh nein. Komm, hier drin ist bestimmt eine Kiste. Habe ich da nicht eine gesehen? Da, ja. Oh, sehr schön. Das, genauso wie ich das sehen. Ja, damit essen. Ich benötige alles Essen. Hier drin ist bestimmt auch noch eine Kiste. Jawohl. Ah, Mann. Ja, damit. Vielleicht hat er ja noch kein Schwert, man weiß es nicht. Das Lied ist aber das Lied mit Attorney Above Us von Mazda. Doch, Mazda. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das ist eher ruhig und besinnlich, meine Freunde. Ja. Mann. Wo sind hier noch so Kackkisten, ey? Ich brauche was zu essen, ernsthaft. Vielleicht sollte ich aufhören zu rennen, aber ich habe gar keine Lust aufhören zu rennen. So. Ich höre jetzt auf zu rennen. Ja, das Lied ist voll geil. Wo ist denn jetzt? Das. Na, hier war. Hä, hier war ich doch schon. Die Frage ist nur. Wo ist mein Gegner? Oh nein. Die Kiste hatte ich auch schon geöffnet. Und da ist der Enchanting Table, lol. Jawohl. Muss ich immer wieder umdrehen, nicht, dass er mich hier von hinten überrascht. Das wäre äußerst ungeniert, jawohl. Und... Nein, Unbreaking ist zwar jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt. Aber das eine Protection 1 und Sharpness ist schon mal durchaus annehmbar. Jetzt fehlen mir nur noch ein paar Kisten. Die Frage ist nur, wo sind Kisten? Und wo ist mein Gegner? Man weiß es nicht. Außer mein Gegner. Also der weiß, wo mein Gegner ist. Also wo er ist. Ja, doch. Aber er weiß nicht, wo weitere Kisten sind. Gehe ich mal von aus. Oder er kennt die Möbel nun auswendig und ich bin einfach am Arsch. Aber auch das bleibt ein Mysterium. Bis wir ihn besiegt haben. Hier war ich noch gar nicht. Okay, das sieht interessant aus. Das ist ein Ja, ich bin doch doof. Wir sind Zirkus. Wir sind hier auf dem Map Circus. Da ist er. Ja, los, komm her.
Ach, von hier geht das gar nicht, okay. Da ist mein Gegner. So, ich werde mich jetzt an seine Fersen heften. Ja, hier kommt man gar nicht lang. For my rose, good luck tonight. Oder good luck tonight, ich weiß es nicht genau, wie man die Betonung setzt. Komm schon, da ist er. Komm her. Wo ist er hin? Mein Gott, er ist weg. Lol. Ticket booth. One per person. Wo ist er hin? Ich bin gerade voll paranoia mit dieser Musik. Losing hope was freedom. Sound net. Willst du mich jetzt verarschen? Wo ist der? Chests have been refilled. Yeah. Geil. Chests holen jetzt. Hopp. Ja, toll, jetzt hätte man sich merken müssen, wo die ganzen Chests waren. Oh, bitte lass da Essen drin sein. Da ist eine. Das ist schon mal gut. Need something to eat. War hier nicht noch irgendwo eine? Da bin ich jetzt völlig bekloppt. Lol, die wurden auch refilled. Ach, moin. Da hinten müssen Enderperle wetten. Oh, so viel zu essen. Ja, ich glaube, das war eine Enderperle, die ihr benutzt habt. Aber okay. Boah, bin ich erschrocken. Ist hier gerade am Enchantment Table? Nein. Ich glaube, er will mich verwirren mit den Enderperlen. Dass ich nicht mehr weiß, wo er ist. Okay, dann wollen wir mal unsere Schuhe verzaubern. Habe ich ihn da hinten gerade gesehen oder war das nur Paranoia? Ne, da hinten, da habe ich ihn gesehen, sag ich doch. So, ich kann jetzt etwas länger rennen. Das geht wohl klar. Was doof ist mit den Enderperlen, da kann der gut escapen. Ich meine, das kann ich auch. Komm her, mein Freund. Oh mein Gott. Er schießt mit dem fucking Bogen, dieser Wichser. Komm, regeneriere dich. Kannst mich so nicht treffen, Wichser. Verschieß deine fucking Pfeile. Komm, verschieß sie. Ich hab auch einen Bogen mit Pfeilen. Kann ich die Pfeile aussammeln? Jawoll! Easy going, dude! Fuck, er hat immer noch Pfeile, Alter. Jetzt bin ich gleich tot. Nö, du kriegst mich so nicht, Wichser. Oh, ich muss das jetzt essen. Ich will nicht, aber ich muss. Nö. Ich würde das eh nicht schaffen. Weil ich kein Leben habe. Das ist momentan ehrlich gesagt ein bisschen scheiße. Aber ich muss mich jetzt erstmal regenerieren. So würde ich das locker verlieren. Auch mit verzauberten Sachen. Also, ich glaube, das würde mich nicht wirklich weiterbringen. Lol. Wo hat der sich denn ganz hin teleportiert? Also mit der Enderperle. Gehe ich mal von aus, dass das mit der Enderperle war. Ich meine, okay, gut, ich habe auch Enderperlen. Ach, da oben ganz. Ja, was ein Spinner, ganz ehrlich. Was will denn der da oben ausrichten? Ich meine, der kann da oben eh nichts ausrichten, also von daher. Jetzt ist er unten rein. Okay, ganz ehrlich, soll er das doch machen? Ich warte einfach hier draußen im Ausgang. 5 minutes left until showdown. Okay. Ich glaube, ich werde mich jetzt einfach nur mit den Kisten. Den Kisten widmen, um eventuell noch einen Helm zu bekommen und diesen dann zu verzaubern. Das wäre natürlich ultra Porno. Chest. Was zu essen ist immer gut. Kann ich jetzt auch wieder ein bisschen rennen. Ja, was zu essen ist immer super. Hier drin war auch eine Kiste. Jawoll! Ah! Kann ich alles mitnehmen. Gleich verzaubern gehen hier.
Sorry. Boah, ich sehe schon, wir nehmen schon 15 Minuten auf und haben erst zwei. Das ist das zweite Game. Der ist da hinten, dieser Wichser. Komm her. Penner. Ich weiß jetzt nicht, wo er hin ist. Aber Projectile Protection ist eigentlich ganz gut. Dann bin ich gegen seinen Bogen etwas besser geschützt. Hier drin ist auch eine Kiste. Ja, damit. Find at least 12 chests before your opponent does. LOL, King of the Chests. Wie genial. Das hatte ich ja noch nie. Ja, okay. Das war jetzt obvious, dass ich das noch nie hätte. So, hier oben war doch auch noch eine Kiste, oder? Vielleicht ist hier ein Helm drin. Ach nee, das war ja da hinten. Da war die Kiste. So war das. Hopp. Los, lauf. Bitte gib mir einen Helm. Jawohl! Jawohl! Eisenhelm läuft bei mir. Ups. Komm her jetzt. Zack. Schön verzaubern, meine Freunde. Wo auch immer dieser Fritz hier gerade ist, ich verzauber jetzt meinen Helm. Ja, easy going, ganz ehrlich, wie geil. Ich bin sehr gut ausgerüstet momentan. Bis auf dieses Unbreaking, das ist ein bisschen nutzlos, aber sonst? Doch, doch. Ich kann mich soweit erstmal nicht beklagen. Ah, das ist ein Karussell. Dieses Spielkarussell soll jetzt Unwind von Sizzlebird. Ich lese diese Titel immer sehr gerne vor. Damit, also die Musiktitel, damit ich ein bisschen was zum Reden habe. Aber, oh, kennt ihr diese Karussells? Also bin ich da. Das ist immer bei uns auf dem Weihnachtsmarkt immer so. Sind immer diese geilen Karussells. Da bin ich damals so gerne mitgefahren. Das war immer die Hauptattraktion so als Kleinkind und so. Und dann waren da auch nicht nur immer so Pferde, sondern da waren auch so Weihnachtsmann. Diese Schlitten waren dann da und Einhörner waren da auch. Entschuldigung. Und auch so ganz viele andere geile Sachen. Dann wollte ich da immer rauf. Dann habe ich meine Eltern immer so gezwungen und immer so rumgeheult, bis ich damit fahren durfte. Oder bis ich auf den Pferden reiten durfte. Meine Güte. Oh. Boah. Sag mal, wie sieht das eigentlich aus mit Essen hier? Habe ich... Ah, ich könnte das hier mal eben... Ach, das sollte ich mal eben ausrüsten, nicht Trottel. So, das kann ich auch wegschmeißen. Damit der gute Herr die Sachen nicht kriegt. Ich könnte meinen Bogen noch verzaubern, nicht Trottel. Das fällt mir jetzt erst auf. Mensch, bin ich doof. Komm, lauf. Bogen. Da ist er. Na? Komm her. Ich töte dich. Wo ist er? Da ist er. Ich töte ihn. Jawoll. Easy, Alter. Noch 7,5 Herzen. Nee. 7,5? 6,5. GG. Good game. Nice Runde. Doch. Ich hätte nicht gedauert, dass sie dann doch so lang dauert. Komm, eine machen wir noch. Danach würde ich die Folge auch gerne beenden. Hopp, hallo. Ah, jetzt ist es geöffnet. Weil, als... Ich muss gucken, wann ich diese Folge hochlade. Was spielen wir jetzt? Death Island. Hört sich gut an. Nachdem gestern oder vorgestern, je nachdem, wann ich diese Folge hochladen werde, diese ultra mega lange Folge Bad Wars kam. Ach, dieses Map ist das? Okay, ich weiß, was das ist. Will ich jetzt eine nicht unbedingt so lange Folge machen, weil Bad Wars hat zum Hochladen einen ganzen Tag gebraucht. Ungelogen. Also momentan an diesem Zeitpunkt bin ich noch am Hochladen, aber sie wird wahrscheinlich einen ganzen Tag zum Hochladen brauchen. Puh! Okay, GG. Scheiße. Hör auf zu brennen jetzt. Nein. Oh. Oh, er ist schon... Nein. Oh mein Gott, pass auf, Niklas, ey. Er ist schon echt nicht schlecht ausgerüstet. Ich müsste jetzt aufpassen. Ich habe nämlich nichts. Das ist ein bisschen... Bisschen scheiße. Oh mein Gott, lauf weg.
Ich habe nämlich wirklich keine Waffe, ich habe nichts quasi. So, der ist da oben. Da oben ist noch eine Kiste. Ich sehe eine Kiste. Ich bräuchte eigentlich nur eine Waffe, mehr bräuchte ich nicht. Okay, das war offensichtlich, dass er die schon genommen hat. Lol, er hat einen Bogen. Puh. Hier hoch. Oh, das ist geil. You're scared. Das hier ist geil, wirklich. Er war da oben. Die Frage ist, wo ist er jetzt? Wir werden es herausfinden. Ich hoffe nur, dass in dieser Kiste eine Waffe drin ist. Ja, okay, mit Bogen kann ich mich nicht wirklich wehren. Das ist natürlich suboptimal jetzt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, er hat auch noch kein Schwert, weil er mich die ganze Zeit mit dem Bogen attackiert und ich mit einem Schwert halt eins haben würde. Glaube ich nicht, dass er eins hat, aber er ist rüstungsmäßig momentan doch noch überlegen. Da oben die Kiste hat er bestimmt. Oh, fuck! Oh nee, komm. Bitte. Nein! Oh. Die Kiste hier oben hat er, glaube ich, auch schon. Nein! Ja, okay. Das ist jetzt nicht schlecht, aber ich habe immer noch keine Waffe und ich brauche echt eine Waffe. Also ganz ehrlich, ohne Schwert bist du eigentlich in diesem Spielmodus eh aufgeschmissen, so mehr oder weniger. Würde ich jetzt einfach mal grob behaupten, weil du kannst dich ohne Schwert halt nicht behaupten. Sobald der Gegner ein Schwert hat und du nicht, ist GG, weil er macht dir einfach, ja weiß ich nicht, irgendwie fünfmal so viel Schaden locker. Hopp, Arschloch, hopp! Ich weiß nicht, wo er ist. Ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht wissen, aber ich suche einfach mal weiter nach Kisten. Einfach nur, um hier wenigstens ein bisschen was zu bekommen. Also ich will ja nicht viel. Ich will nur ganz bisschen was haben, womit ich ein bisschen was anfangen kann. Kann ich? Kein Fallschaden, geil. Ist bitte was, um zu regenerieren, den Schaden, den ich erlangen habe. Kann man das so sagen? Ich glaube ja. Mann, die Kiste da oben hatte ich auch schon. Wo ist er? Ich sehe seinen Namen. Oh, nice. One. Warum? Ist er gelefte oder was? Hä? Naja, okay. Fakt ist, ich habe gewonnen, warum auch immer. Ich denke mal, er ist gelefte, aber das stand da ja nicht. Irgendwie scared away steht da ja sonst immer. Naja, boah, und eigentlich will ich jetzt auch die Zeit über quatschen, um dieses Lied zu Ende zu hören. Das Lied so geil ist. Und ich könnte jetzt auch einfach die Aufnahme ausmachen und das Lied dann so für mich selber wieder weiterhören, aber. Aber nö, das mache ich jetzt nicht. Ich werde jetzt noch über irgendein Thema quatschen, über was ich gerade Lust habe. Das sind ja nur noch knapp eine Minute. Kennt ihr hier? Das ist ja der Multicube-Server. Also Server-IP natürlich wie immer in der Beschreibung und auch der Link zu der Playlist mit allen meinen Liedern, die in den Videos immer so durchgespielt werden, ist auch in der Beschreibung. Kennt ihr das, wie heißt das, das Geheimversteck von bla, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Irgendein Geheimversteck, das ist da oben. Da haben ich und der Grubosch, damals in der ersten Aufnahme, die erste Folge der Syndicate Games angefangen. Und das geht hier lang. Wie hieß denn das noch? Ich weiß das gar nicht mehr. So, hier hoch. Das hieß Hyperion Hauptquartier, genau. Dann hier oben entlang. Ja, das war jetzt natürlich richtig behindert. Scheiße. Ich bin so schlecht. Nein, das Lied ist gleich zu Ende. Ich will noch während des Liedes dahin. Das schaffe ich eh nicht mehr. Das sind noch 15 Sekunden. Das schaffe ich nicht mehr. Glaube ich nicht. Nö. No, das wird, glaube ich, nichts mehr. Beeilung. Oh, das Lied. Noch 5 Sekunden. Nein. Nein. Nein! So, nein, das wollen wir jetzt nicht mehr anhören. Da habe ich kurz auf Pause gedrückt. Ah, Hyperion Hauptquartier und da bin ich auch schon. Jetzt bin ich angekommen, 3 Sekunden später. Ja, jetzt würde Empathy von Kirks oder Kurks, ich glaube es heißt Kirks, und Kay kommen, aber jetzt keine Lust mehr drauf, weil ich möchte jetzt die Folge beenden und da würde ich sagen, mit diesem schönen Ausblick auf unser heutiges Thema.
Beende ich diese Folge. Ich werde jetzt mal in den nächsten Tagen mal die anderen Games ausprobieren. Ich werde wahrscheinlich erstmal alle so offline, beziehungsweise nicht in Aufnahme ausprobieren. Und werde dann mal gucken, was so interessant ist. Ja, das war's soweit für die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt ruhig einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Tschüss!